So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. Mein Name ist AOGLP und beim letzten Mal waren wir dabei stehen geblieben, Rex zu finden und mit ihm zu sprechen. Und Fahrstuhl, C-Sicherheitsakademie. Kurz mal, was speichern? Viel geschlagen. Dem raus aus dem Aufzug. Sehr schön. Weil teilweise sind die Aufzüge relativ verbuggt hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass mein Aufzug nichts machen kann. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Tja. Oh, da haben wir schon so Ausrufezeichen, das ist doch schon mal spitze. Boah, wieso brauchen die mal so lange hier? So. C-Sicherheitsdivens. Da sehen wir doch schon. Ist ja nicht schwer zu übersehen. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Sie kommen also in mein Team, Brax? Gehen wir. Fist soll nicht warten. Ja, ja, jetzt können wir mal unser Squad. Wäre jetzt eigentlich schlauer, wenn wir mal Rex mitnehmen. Den mag ich nicht. Ja, komm, nehmen wir. Oder? Lass mal Garrus mal da. Sie geht ja voll auf Kampfstärke. Ja. Lass mal Garrus mal da. Squad annehmen. Gut, dann finden wir mal den Tippen. Fist ausschalten. Fist ein gewisser Boss. Okay. Ich denk mal, dann müssen wir auch in die unteren Viertel, aber vielleicht. Ja, ich glaube, wir reisen einfach mal in diese unteren Viertel. Zirkel. Kurasnest, medizinische Klinik. Ich bin jetzt aber nicht so sicher, ob wir den da finden werden. Ja, sind wir angekommen. Sehr gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wieso ist hier eigentlich so eine riesige Sieht Einheit? Sieht geschlossen aus. Fist! Achtung! Wow! Chill mal dein Leben, Alter. Bitte, bitte. Sieht mir auch geschlossen aus. Anscheinend hat er ein bisschen vorgesorgt.
sterben. In your face. Ist da noch einer? Ich kann ihn nicht treffen. Komm schon. Ziel. Alter, weißt du was? Strotzende Action. Achtung, Beschuss! Oh! Auf die Fresse. Ich denke ja nämlich doch lieber hier wieder, dass die Strotze ist jetzt nicht so die stärkste. Ich bin dran! Alter! Fuck it, ich konnte mich nirgends verstecken. Ich hab das Gefühl. Ja. Dazu spiel ich schon weiterspielen. Fuck. Ich glaube, dann sind wir jetzt hier wieder. Ach, zum Glück. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen blöd. Wir haben uns hier schon mal, ne? Sieht geschlossen aus. Fist, weit. Aufs Maul. Kannst du mich dahinter verschanzen? So, jetzt können wir da mal reinschnippern. Wenn da jetzt noch einer wäre. Nee. Aha. Ich hasse diesen Club. Da noch was. Tschüss. Hallo, du bist tot, wir sterben. Du bist tot, wir sterben, ist das ein Schuss? Das ist ein Schuss. Verpisst euch. Ich bin dran. Alter. Ist der Schwierigkeitsgrad irgendwie höher geworden? Oder? Alter, dieser Typ ist. Ich hab den Schwierigkeitsgrad doch nicht auf einfach gestellt, als ich es nochmal neu gemacht habe. Ah. Ein Schläger. Dann schlag dich doch mal hier. Meiner kleinen Sniper. Mal doch den ab. Wir sterben. Ich will doch nur dieses scheiß Ding zum Explodieren bringen, Mann. Geht doch. So. Sturmgewehr. Öffnen Sie die Tür. Los, los, los! Nicht her! Entsichert und geladen. Ich bin dran. Aufs Maul. Oh, da sind Kisten. Ist ja cool. Was, Fertigkeit zu gering? Willst du mich eigentlich verarschen? Hey, Waffenspind. Mann. Ich will doch nur hacken. Warum muss ich immer alles selber? Ach, das ist der. Dann verpissen wir uns mal schnell hier. Okay, gut. Los, los, los! Steck mal der. Rex, ganz klar, verpissen. Wow, Alter, was hat der denn? Wieso kann der Penner mich denn abschießen? Noch in Deckung. Warten Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Wo ist die Quarianerin?
Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie, warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Nennen Sie den Ort. Sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Waffe fallen lassen, Kroganer! Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Wir erschießen keine unbewaffneten Gefangenen. Wie viele sind wegen ihm gestorben? Er hat es sich selbst zuzuschreiben. Außerdem haben wir was Dringenderes zu erledigen. Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Oh, wir haben ja ein Zeitlimit. Fuck. Wo geht's denn überhaupt lang, Mann? Stopp, Karte. Soll ich daran merken? Dahin. Okay. Dann mal los. Das ist ja schon wieder Gegner. Wieso das denn? Jetzt. Ach, hier sind wir schon. Treffpunkt. Okay. Okay, okay, okay. Sieht interessant aus. Killer. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Ach du Kacke. Was ist das denn für Dinger? Auftragskiller. Stufenaufstieg. Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Sind Sie verletzt? Ich kann auf mich aufpassen. Aber ich weiß Hilfe zu schätzen. Wer sind Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen.
aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Das Büro des Botschafters. Dort ist es sicher. Er will die Beweise sowieso sehen. Wenn du meinst, sehr schnell. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geth in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise. Meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Sie hat einen Geth deaktiviert. Klingt interessant. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Oh, lol. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Also nochmal von vorne. Die, dieses Volk da, von dieser Udiana oder irgendwie so, hat die Typen da gebaut und die sind jetzt irgendwie böse. Das ist interessant. Reaper. Ich weiß, dass Reaper böse ist. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Ich denke, sie hat recht. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Ich komme langsam leicht durcheinander. Also es gibt Reaper, Geth und Proteaner. Und wen noch? Naja. Das ist ein ziemlicher Hammer. Sie könnten einfach alles ignorieren, was wir ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tali. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ja. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Sehr gut, dann nehmen wir doch mal hier die Neue mit.
Und Ashley. Den nehmen wir jetzt immer mit. So ein zweiter Mensch ist nie schlecht. Jetzt haben wir nur Außerirdische. Und da ich den anderen Typen nicht mag. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Jetzt erstmal speichern und weiter. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich?